28. Oktober 2023. Herr Kriminalhauptkommissar Martin Dahms, Sprecher der Polizei Berlin. Sie betreuen heute einen Einsatz in Kreuzberg, Friedrichshain. Wo sind wir hier? Was ist das für eine Kundgebung? Was können Sie zum Einsatz sagen? Ja, hinter mir läuft aktuell ein Aufzug, der am Oranienplatz angefangen hat. Gegen 16 Uhr ist man dort zunächst mit rund 1500 Teilnehmenden, wie angezeigt, zusammengekommen. Dann hat man sich in Bewegung gesetzt, ist jetzt hier mittlerweile am Schlesischen Tor angekommen. Wir zählen aktuell rund 6000 Teilnehmende. Nach den bisher mir vorliegenden Informationen verlief der Aufzug bislang relativ störungsfrei. Was ist das Motto des Aufzugs? Wissen Sie zufällig, wie der heißt? Nein. Was war heute am Washingtonplatz? Am Washingtonplatz hatten wir darüber hinaus in der Mittagszeit eine Kundgebung. Dort kamen nach unseren Zählungen etwas mehr als 200 Personen zusammen, die dort störungsfrei diese Kundgebung abgehalten haben, welche um 15.20 Uhr endete. Und dann gibt es noch einen Aufruf um 19 Uhr zu einer, ich zitiere, Pro-Palästina-Kundgebung, 19 Uhr Alexanderplatz. Was haben Sie für Erkenntnisse zu diesem Aufruf? Auch dieser Aufruf, der über die sozialen Medien und im Internet geteilt wurde, ist uns bekannt. Um 19 Uhr will man sich am Alexanderplatz versammeln. Auch da sind meine Kolleginnen und Kollegen präsent und werden schauen, wie sich dort dann der Abend verhält. Ist diese Kundgebung um 19 Uhr erlaubt oder verboten? Bislang ist dazu keine Anzeige bei der Versammlungsbehörde der Polizei Berlin eingegangen. Insofern haben wir jetzt erst einmal nur die Erkenntnis, dass es sich um einen Aufruf handelt. Sie sagen, hier seien 6000 Menschen bei dieser Kundgebung, bei diesem Aufzug heute, wo wir sind. Wie kommen Sie denn auf diese Zahl 6000? Können Sie das ganz kurz erläutern, wie Sie darauf kommen? Da hat die Polizei Berlin ein bewährtes Schema, wie wir Teilnehmerzahlen bei Aufzügen berechnen. Und dieses wurde heute angewandt mit dem Ergebnis, dass wir hier rund 6000 Teilnehmer zählen. Wenn Sie mir eine Bemerkung erlauben, es wirkt auf mich etwas mehr. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Das ist die Zahl, die mir jetzt aktuell vorliegt. Das kann sich natürlich nach Ende des Aufzuges nochmal mit neuen Zahlen ergeben, dass es dort zu einer Änderung gekommen ist. Mit wie vielen Kräften sind Sie gerade im Einsatz? Die Polizei Berlin ist heute mit mehreren hundert Personen oder Einsatzkräften im Dienst, weil wir heute mehrere Versammlungen zu betreuen haben. Ich habe gesehen, es sind auch Kräfte der Bundespolizei hier, um der Polizei Berlin zu helfen. Sind noch andere Kräfte da außer der Bundespolizei? Wir haben heute Unterstützungskräfte von der Bundespolizei, aber auch aus den Bundesländern Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Vielen Dank für die Auskunft, Herr Kriminalkommissar Dahms.